Fußballfreunde, willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Seit 2011 trägt Juventus hier seine Heimspiele aus. Schwarz und Kane. Ein richtig toller Pass, das Ende mäßig. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Die Gelegenheit für Werner. Nee, da hat die Abwehr richtig gut aufgepasst und die Chance vereitelt. Juventus Turin. Läuft die aber dir im Wohnzimmer rauf und runter im Fernsehen? Wie schätzt du die Mannschaft ein, Hansi? Das ist die Überzeugung des Trainers. Wenn wir 70-80% Ballbesitz haben, dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit am Ende auch das Spiel gewinnen. Rodri. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. Lewandowski. De Ligt. Einfach mal Langholz. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Rodri. Mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Hier ist Lewandowski. Werner. Sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Werner will hier scheinbar unter Beweis stellen, dass er mehr kann als nur Tore schießen. Kompliment auch an den Trainer. Er hat auch seinen Stürmern gesagt, wenn der Gegner den Ball hat, dann seid ihr meine ersten Abwehrspieler. Alessandro Del Piero. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Und wieder zurück ins Zentrum. Lang nach vorn. Lewandowski. Er ist nicht im Abseits. Juventus Turin. Bräuchte einen Spieler, der den Ball hält. Er bringt ihn. Irre ist der reaktionsschnell. Klasse Parade. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Ah, der war schon draußen. Freistoß Juventus. Und noch eine Chance aus einer Standardsituation. Rafael Varane. Messi. Da ist der Pass. Sie kommen im Mittelfeld momentan überhaupt nicht zum Zuge. Ball zu N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Abgefangen. Gut gemacht. Saul. Messi.
Und der Pass. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Ah, der kommt nicht durch, aber vielversprechend war es trotzdem. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist. Alessandro Del Piero. Harry Kane. Werner. Alaba hat gut aufgepasst. Hier ist Alessandro Del Piero. Da hat er den Überblick behalten. Lionel Messi mit der Möglichkeit. Hier kommt die Hereingabe. Es waren doch genug Leute im Strafraum, die daraus was hätten machen können. Sie werden dieser Chance, da bin ich mir ganz sicher, nachtrauern. Nainggolan. Alessandro Del Piero. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. Bremen geht ohne Tor in die Kabine. Das Gute daran, auch der Gegner 0-0. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Ich habe da so meine Zweifel, ob das auch so ausgehen wird. Ich bin richtig gespannt darauf, wie hier die beiden Mannschaften die zweite Halbzeit angehen. Lewandowski ist abseits. Hier ist Lewandowski. Del Piero. Nainggolan. Robert Lewandowski mit der Tormöglichkeit. Cristiano Ronaldo. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Werner. Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen. Kommt der an? Und er ist zur Stelle. Er macht's mit dem Fallrückzieher. Und die Hereingabe von Del Piero. Das ist klar erkennbar, dass die richtig Respekt haben vor den schnellen Kontern des Gegners. Und deswegen bleiben die also schön brav weg. Ja, da läufst du nicht Gefahr, so schnell überrannt zu werden. Da läufst du nicht Gefahr, mit einer Körpertäuschung aus dem Spiel genommen zu werden. Da bist du zwar selten am Ball, aber du hast trotzdem mehr Kontrolle über das Spiel und den Gegner. Lewandowski. Klasse Aktion vom Keeper. Lewandowski hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkste. Es scheint ihm nichts auszumachen, hinten aushelfen zu müssen. Er macht das gerne. Stark von Cristiano Ronaldo. Wenn der Gegner den Ball hat, dann sollt ihr 11 Abwehrspieler sein. Er hat's verinnerlicht. Alessandro Del Piero. Kane zeigt in dieser Situation, wie gut er auch defensiv ist. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Den hat er.
Der Ball kommt in den Strafraum, findet aber keinen Abnehmer. De Ligt. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Lewandowski. Großartig vom Keeper. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Zah. Und da ist der Pass. Gut gehalten. Alaba. Physisch enorm präsent. Werner. Jetzt ist Übersicht gefragt. Cristiano Ronaldo hat auf den Pass gewartet. Ist das schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Exzellent verteidigt von Varane. Alaba. Sauber getimter Pass. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ball halten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Rodri. Langer Abschlag vom Keeper. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Raus auf die Seite. Der Hurricane himself, Harry Kane. Cristiano Ronaldo. Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie das eine oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen, dann machen Sie ihn irgendwann rein. Sein Trainer wird sich ärgern. Das war mit Ansage. Cristiano Ronaldo. Schon läuft er gegen. Und ein Schuss. Der Keeper kommt gerade noch so ran. Harry Kane, das Schlitzohr. Jetzt kann er. Kane! Das ist fast eine 1:1 Kopie von vorhin. Sie machen wirklich vieles richtig, aber eben nicht alles. Denn das, was hier überhaupt nicht passt, das ist der finale Moment des Abschlusses. Alaba. Raphael Varane spielt den Feuerwehrmann. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Es war eine enttäuschende Partie und die endet fast folgerichtig. Ohne Tore. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben? Am Ende ein solides Unentschieden. Nicht wirklich spektakulär. Nach dem, was wir von den beiden Mannschaften gesehen haben, geht das Ergebnis für mich absolut in Ordnung. Das war unsere Übertragung heute Abend. Mein Dank.